Wenn Anna Stöckel von ihrem Forschungsgegenstand erzählt, erntet sie oft erstaunte Rückfragen. Die erste Reaktion ist immer, igitt, Motten, fressen die nicht deine Kleider an? Und bist du da nicht, hast du nicht Angst, dass da was passiert? Und die nächste Reaktion ist, wie, du arbeitest am Gehirn von Motten? Haben die denn überhaupt ein Gehirn? Und naja, also erstmal, sie fressen keine Kleider, sie trinken nur Nektar wie Schmetterlinge. Und zweitens, natürlich haben Motten auch ein Gehirn. Anna Stöckel hat an der Uni Lund in Schweden untersucht, wie sich Weinschwärmer in der Dunkelheit orientieren können. Sie gehören zu den Motten, korrekter zu den Nachtfaltern. Tagsüber ruhen sie sich gut getarnt aus. Diese Nachtfalter, die sind nicht nur wunderschön, sondern die können auch nachts fantastisch gut sehen. Die können tatsächlich noch Farben sehen und ihre Lieblingsblüten identifizieren, wenn für uns die ganze Welt schon grau geworden ist. So können sie sogar noch bei Sternenlicht auf Nahrungssuche gehen. Ungestört von tagaktiven Feinden und Nahrungskonkurrentinnen wie zum Beispiel Vögeln und Bienen. Normalerweise findet die Forschung natürlich nicht hier draußen statt, sondern im Labor, wo wir kontrollierte Bedingungen haben und wo wir auch mit ganz, ganz winzig feinen Elektroden in das Gehirn des Weinschwärmers hinein pieksen können sozusagen und die Nervenzellen und die Antworten der Nervenzellen mithören können. Hier steuert ein Weinschwärmer in fast völliger Dunkelheit eine künstliche Blüte an. Aufgenommen mit einer Nachtsichtkamera. Im Labor kann untersucht werden, wie die optischen Reize den Flug des Weinschwärmers steuern. Dafür wird die Aktivität einzelner Nervenzellen aufgezeichnet. Das Ergebnis? Es ist entscheidend, wie das winzige Weinschwärmergehirn die Lichtsignale verarbeitet. Nachts, da fallen nicht so viele Lichtpartikel vom Himmel auf die Augen des Weinschwärmers. Und ich vergleiche das gerne mit einem leichten Nieselregen an Lichtpartikeln. Und der Weinschwärmer, der summiert sozusagen diese Regen- oder Lichtpartikel über eine größere Fläche. Und das ist so ähnlich, wie wenn wir testen, ob es denn regnet. Und wir strecken einen Finger aus und das ist schwierig, Regen Tropfen aufzufangen. Aber wenn wir die ganze Hand nehmen und also eine größere Fläche haben, dann ist es schon viel leichter. Und genauso summiert der Weinschwärmer die Lichtpartikel in seinem Gehirn nachts über eine größere Fläche und kann so eine höhere Ausbeute erzielen und besser sehen. Nachts sieht der Weinschwärmer die Welt also wie mit gröberen Pixeln. Sie sind dafür aber licht- und farbempfindlicher. Das Bild wird unschärfer, aber es reicht immer noch, um Hindernissen auszuweichen und zu Blüten zu finden. Der Weinschwärmer, der kann Informationen nicht nur räumlich summieren, sondern auch zeitlich. Der kann sozusagen über einen längeren Zeitraum Lichtpartikel aufsummieren. So ähnlich wie wenn wir eine Kamera benutzen und dort eine längere Belichtungszeit anwenden. Und dort wird ja das Bild dann auch heller und so ähnlich macht das der Weinschwärmer auch. Anna Stöckel vermittelt die Faszination für ihr Forschungsobjekt gerne vor Publikum. Immer wieder tritt sie auf Science Slams auf. Was ich auch ganz toll finde, ist, wie neugierig die Leute tatsächlich sind auf Forschung, Wissenschaft und Technik und wie viel ich selbst davon an Energie für meine eigene Arbeit mitkriege, an begeisterten Publikumsfragen und auch immer wieder interessanten Einblicken, die man als Forscher vielleicht selbst so übersieht, die Laien einem dann doch mitbringen.